willkommen Matthias Steiner! Unser schöner Frank Mattes! Mit der Erwartung gegangen, mindestens eine Medaille, wenn nicht Gold, so wohl. Hab dann aber schnell gesehen im Reißen, oh Gott, Platz 4, der Russe ist extrem stark, der Letter ist auch in der Form seines Lebens. Und da ging die Motivation ziemlich schnell in den Keller, was der Bundestrainer nicht ganz verstehen konnte. Er hat gesagt, Mensch, das sind Olympische Spiele, wie kann man da nicht motiviert sein? Natürlich war ich motiviert, aber eben die Medaille außer Reichweite. Und dann im Stoßen auf den ersten Versuch, da so ein riesen Patzer, wo es beim zweiten geheißen hat, das ist die Medaille. Dann habe ich schon mal eine Rakete dazugeschalten. Und beim dritten Versuch dann Gold, ja, da gibt man alles. Also, da wusste es erst, gerade beim dritten Versuch. 258 Kilo, aber absolute Bestleistung. Wie weit? Der Tag danach war dann extrem. Also, da plötzlich rufen dann Leute an aus Deutschland und sagen, ihr wisst ja gar nicht, was hier in Deutschland los ist. Dann ja auch auf den Internetplattformen plötzlich meine Videos drin und die wurden dann 200.000 Mal angesehen. Binnen 3 Tagen, jetzt habe ich gedacht, das stimmt doch irgendwas nicht. Also, da ist wirklich ein Raunen durch Deutschland gegangen. Ich war auch eben gestern in Hamburg, da war eben ein Sportbild-Award und ich gehe ganz normal in den Drogeriemarkt rein und kann da nicht mehr reingehen, unerkannt. Und dann gehe ich noch ein Hemd. Und in diesem goldenen Buch für heute, meine sehr geehrten Damen und Herren, und Sie sind live dabei, steht Empfang für die Chemnitzer Teilnehmer an den Olympischen Spielen von Peking 2008. Und als erstes Matthias Steiner, Olympiasieger im Gewichtheben. Ich darf bitten, sich in das goldene Buch der Stadt Chemnitz einzutragen. Geht das nur bis Mittag? Ich denke, die Wirtschaft floriert hier, also da kann man sich ruhig mal ein bisschen gut gehen lassen. Nee, es ist Wahnsinn, also verrückt. Wie gesagt, mir wurde gesagt, wir treffen uns in einem Restaurant mit der Frau Ludwig und ja, gut, es ist ein schönes Restaurant hier. Bratwurstbude und viele Leute, also herzlichen Dank auch fürs Mitfiebern und fürs Daumendrücken, das hat alles geholfen. Ich habe gewusst, was in Deutschland los ist, vorher schon, wie viele Leute mir eben die Daumen drücken und vielen, vielen Dank und auch vielen Dank fürs Kommen. Ist einfach, ja, eine Anerkennung für das, was ich mache und ich denke auch eine gute Werbung für Chemnitz, was wir da alles, was wir gemacht haben. Oder? Weißt du, wer jetzt richtig neidisch ist im Moment? Thank you.